Au. Eine Wolke aus lebendem Gift. Au. Runter mit dir. Oh, immun gegen Fernkampf. Aber der da nicht. What the? What the? What the? Hell, 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 hell. Fuck. Nein! Nein! Und du dachtest, du könntest es mit mir aufnehmen? Ich glaube, wir die Stärken durchlesen, nicht bloß die Schwächen. Ach, fuck. Zum Häuptling befördert. War nicht schon Häuptling? Oder Stimme Macht angestiegen. Macht 16. Macht 13. Schützenausbilder. Wurde zum Häuptling befördert. Das ist ja interessant. Wurde befördert. Stahlbart wurde befördert. Unbekannter Uruk wurde zum Hauptmann befördert. Alter, was? Der hat Macht 9, 10, 15. Ich sehe mit Macht 16 unten drunter. Ordnung der Stämmige. Gerät in Panik, wenn er brennt. Das ist alles. Kampfmeister, immun gegen Kampfangriffe und Todesstöße. Ach, den muss ich erstmal zum Brennen bringen, sonst kriege ich den nicht tot. Ich brauche die Brandpfeile. Ich brauche dringend die Brandpfeile. Der Partner kann brennen, kann Kampfschiffe verwundet werden. Karkon, der Zahacker. Kann durch Kampfschiffe verwundet werden. Kann durch Schlechtschiffe sofort ausgeschaltet werden. Das würde ich dann doch gerne mal tun. Was ist das für eine magische Kraft, mit der du in ihren Geist dringst? Das ist nichts Gewöhnliches. Es ist die Macht, Schrecken unter den Dienern des Feindes zu sehen. Es ist die Macht, die zu jagen, die dem dunklen Herrscher folgen. Großtaten. Korktring, Skot der Säufer. Dann nehme ich, glaube ich, noch keine Info. Doch, von dem habe ich Info. Moment mal. Doof. Stahlbart. Hatte ich doch auf jeden Fall schon. Bürger, Grube, Bettler, Stämmiger. Der Säufer. Ja, genau. Karagorn. Ich überlege mir den Schmied an. Ich nehme fest, nur eine Sache ins Armee zu schwächen. Kann ich dort irgendwas vergiften oder so? Das wäre nämlich ganz cool. Bei einem Festmahl wäre es echt sinnvoll. Krog vergiften oder sowas? Ja, da stehen wir mal Krog-Sachen. Fresst und sauft! Fresst und sauft! Fresst und sauft! Scott. Oh, wie? Wie aufmerksam ist der denn? Verschwendest dir meine kostbare Trinkzeit. Wie aufmerksam sind Sie denn? Die sind verdammt aufmerksam. Einer. Halt still!
Furcht vor Karagorm. Fest mal gelöst. Geflohen. Eigentlich fest mal gedemütigt. Furcht. Hat er Macht verloren? Nö, nee, hat er nur das Fest mal nicht fertig gemacht. Super. Und ich hab Macht bekommen. Okay, die kann man auch so töten. Macht 9, Wahnsinn. Ist nicht so viel. So, und zwar wollte ich töten. Einmal. Ne, da sollen wir den Schleichtodes stößen. Genau, deswegen muss ich den machen. Ist mir auch egal, wenn da irgendwelche Dingens dabei sind. Oh, da ist sogar noch eine Rune, die ich noch nie aufgenommen habe. Nichts und niemand in ganz Mordor könnte unseren Häuptling besiegen. Was war das? Zünde das Feuer! Da. Bei jedem Schaden noch 30. Guck sie daher. Dem Schattenangriff. Das ist auch cool. Ja. Zeige, dass uns keine Waffe treffen kann. What? Ohne Schaden einzustecken. Töte 20 Uchs ohne Schaden einzustecken. Oh, na geil. Doomhorn. Der Schwächling. Oder noch einer, oder? Hm, Schleichangriffe sind natürlich schon sinnvoll dann an der Stelle. Einer. Oh, mach ich wieder den Trick. Häng ich mich wieder hier ran. Hier ist irgendwie noch ein Bug. Was war das? Komm, 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 komm. Gesehen. Komm, 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 komm. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Ich sollte weniger trinken. Mein Verstand spielt mir Streiche. Bleibt wachsam. Es könnte zurückkommen. Komm, 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 komm. Schade, dass ich Dugalu vom Tag töten ließ. Ich habe ihn aber eh nie gemacht. Der Tag hat uns einen Dienst erwiesen. Keine Gnade für Bleichhäute.
Zack. Düpp, 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 düpp. Der Grabwandler hat mich mit einem Pfeil erwischt. Ein Wespenstich schmerzt mehr als das. Erstmal ins Saufen gehen, wenn vergiftet wurde. Das ist immer eine gute Variante. Dylot ist verschwunden, seit die Orks ankamen. Glaubst du, sie konnte entkommen? Woher soll ich das wissen? Aber wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Sie ist alles, was wir noch haben. Ja, komm, Bock vergiften. Oh, das zählt auch. Düpp, 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 düpp. Wer tragen wir die Fässer her? Dann zwingen sie uns, dieselben Fässer dorthin zu tragen. Was ist überhaupt in den Fässern? Hast du das gehört? Wuppapapa. Warum musst du den Orks immer wieder weitergehen? So steckst du bloß Prügel ein. Ich glaube nicht, dass da jemand war. Zurück an die Arbeit. Vielleicht da jemand. Wahrscheinliche Ratten. Ich habe mich auch schon zu Tode gelangweilt. Zack. Du erbärmlicher Schwächling. Heute im Auge. Wenn sie Artefakte ausgraben, nehmen sie ihn weg, bevor sie sie selbst. Die Gerüchte über Geister, die vom Himmel auf die Hexen springen, sind nichts mehr. Ein Karagor! Karagor! Spürst du das? Düpp, 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 düpp. Schützenausbilder. Der Typ, der mich einmal getötet hatte, jetzt hol ich mir dich, wenn du Hauptmann bist. Ist da jemand? Ukron. Kann durch Leichttodesstöße getötet werden. Den anderen habe ich auch keine Höhenfe, oder? Ukron. Wow. Doomhorn. Hast Karagor. Oh, na herrlich. Wo ich dich ja vorher freigelassen habe. Komm auf den Boden! Habt ihr das gehört? Hast du die Lektion? Das reicht! Lauf! Nächster.
Ukrom. Wir reden Wut beim Anblick von Karagorm. Was immer das bedeutet. Wahrscheinlich kann ich ihn jetzt nicht mehr mit einem Deichtorsestoß töten oder sowas. Vielleicht haust in diesen Höhlen wie etwas Gefährlicheres als Karagor und Ghule. Ich gehe da zumindest nicht hinein. Das wäre ein schlechtes Stoß. Jawohl! Damit ist der Schuss noch wieder tot. Krisha Todauge wurde zum Halbling befördert? Ach, nee. Also, gut, what? What the fuck? Nochmal kurz. Waffen und Runen. Ich brauche hier neue Runen. Stellt beim Klingenhagel etwas in Gesundheit wieder her. Das ist doch gar nicht so schlecht. So. Ne. Chance von 20%, dass ein tödlicher Kopftreffer an Ohrwurm mit einem vollgeschwollenen Bogen eine Schockwelle auslöst. Explosiver Niedergang. Das ist Stufe 7 und 5. Vielleicht beim Schattenangriff gerade Fokus wieder her. Zorn der Elder erhöht Askelflamme um 10 Sekunden. Ich habe Askelflamme noch gar nicht. Wenn wir zu den 5 Elben geschossen sind, wieder zu. Aufziehen nutze ich halt selten. Chance von 15%, dass Uruk, Skule oder Kargo beim Einsatz von Dolchwurf oder Dolchhack angezündet werden. Ja. In der Theorie ganz cool. Jetzt müssen wir bloß Dolchhack schon mal haben. Was ist das für ein Geruch? Das ist kein Geruch. Ruhig Blut jetzt, das fühlt sich. Machst du denn hier? Oh, wer bist du denn? Schriftgelehrt. Keine Angst. Hm? Sollen, was einer dieser Jäger gestern mit seiner Bleichhaut angestellt hat. Mutsglob. Mutsglob, Schriftgelehrter. Testen wir mal aus. Der ein Problem damit hat. Ja, der ist anfällig. Zack. Ich hab Elben geschossen. Es heißt, man hört nicht, wenn einem eine Klinge die Kehle abschlägt. Wirklich Elben geschossen. Schaut hin, denn er könnte bereits direkt euch sein. Und ihr würdet es nicht bemerken. Doof. Wo ist denn dieser Tagabschaum? Ich dachte, er sei hier. Vielleicht ist er das, vielleicht auch nicht. Wir kümmern's. So oder so sind wir auf ihn geflasht. Hoch. Hoch. Dankeschön. Hops. Ich rieche etwas.
Setze dich nicht! Informationen sammeln. Frack der Sanfte. Schleichtodesstöße. Kann ein einzigen gespannten Kopfschuss oder Brandfeuer getötet werden. Gerät nur, wenn gesund niedrig ist. Versuch dich aus dem Handgemenge fernzuhalten. Aha, Furcht kann ich panisch sein. Halt dich kontinuierlich und schnell. Irgendwie zählt das, glaube ich, als Dolchangriff, dieses Informationen holen und dabei töten. Wieder in Schuss. Der Trottel sollte seine Zeit nutzen, um neue zu machen, die länger halten. Vielleicht sollten wir unsere Schwerter an seinem Leder wetzen. Begebt euch Hilfe! Zum Leuchtfeuer! Wie kann das... Lass mich doch. Ich muss das Leuchtfeuer an. Au. Au, au, au. Ja, mach doch das Leuchtfeuer, ich bin weg. Infos. Bereits bekannt, auf dem Ding nicht. Kargblütige Friesige. Kampftodesstöße, yay! Es gibt kaum etwas Besseres, als zu sehen, wie das Leben auf den Augen eines Weibes weicht. Ich muss das Leuchtfeuer anzünden! Nein, nicht runter. Ah. Na gut, machen wir das. Da kommen wir auch. Er verbarg sich unter den Soldaten des dunklen Herrschers, um einen nach dem anderen lautlos zu töten. Er würde nicht ruhen, bis sie dem Lager von Paniker fast flohen. Fummel ist Legende des Dolch-Arschan. Um entdeckt zu werden. Wow. Das wird eine erfolgreiche Jagd. Hab mir schon einen Preis ausgesucht. Hoffentlich schlägst du dich besser als beim letzten Mal, wenn du dieses Fass Grog wirklich haben willst. Euren Lohn könnt ihr vergessen. Ich bin stärker als ihr beiden Maden zusammen. Da war doch ein Geräusch. What the? Oh, nö. Oh, nö. Steam. Alter. Verarschen. Sorry, Leute. Da kam gerade ein Steam-Event dazwischen. Ich hoffe, mir hat jetzt nichts in der Aufnahme zerstört. Ich will hier hoch. Wenn du einen Menschen auf dich zukommen siehst, wieso gehst du nicht da hoch? Glüht, dann kämpf besser bis aufs Blut, denn es ist wahrscheinlich der Waldläufer.
war das? Hast du es gesagt, Klobe? Wenn ich dich auch nur atmen höre, schlage ich dir die Beine ab und lasse dich 10 Runden ums Lager strappeln. So. Das war schon mal das, was ich wollte. Das hier ist der Schleichangriff. So, damit habe ich nämlich noch meine zwei Angriffe von oben zum Ausführen. Hallo. Lauf, Junge. Die Elfen könnten Schwerter anfertigen, die so scharf sind, dass sie durch Fleisch. Das ist bereits 1000 Jahre her. Die Elben sind schwächer als ein Kraban in einem Fass voll Grog. Wenn wir nach Bruchtal marschieren, werden sich ihre Wasserfälle rot färben. Ja, ja, ja. Da, so. Dankeschön. Zack. Und zusätzlich abgeschlossen. Sehr gut. Lohnung 300. Ich suche trotzdem noch mal dieses komische Artefakt hier. Führt ihr den Waldläufer und du erhältst ein Fass Grog und einen Sklaven. Das hat der Hauptmann gesagt. Ich werde diesen Tag töten. So. Glaubt ja nicht, dass ich bis gefunden. Hunderhelm. Für geheime Rituale benutzt. Ihr habt mich in eure Heime und in eure Leben gelassen. Und nun übertragt ihr mir die größte nur denkbare Ehre. Obwohl ich vom Schwarzen Tor komme, obwohl ich euch einst als Feind bekannt war, wende ich Gondor den Rücken zu. Ihr, Ausgestoßene, wie ihr genannt werdet, seid ein Volk voll Ehre, voll Stärke. Ich habe in eurem Stamm meine Liebe gefunden. Aber ich habe auch die Liebe für euren Stamm entdeckt. Und ihr habt mich ein Leben gelehrt, nachdem ich mich gesehnt hatte, aber von dem ich nicht wusste, dass es existiert. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich euch etwas lehre. Ich werde euch mein gesamtes Kriegswissen beibringen. Die Orks bedrängen uns, aber wir werden die Stärke finden, sie zurückzudrängen. Und dieses Land wird uns gehören. Okay. Muss mal kurz das WLAN mit meinem Handy deaktivieren. Weil es dann noch weiter rumplockert sonst die ganze Zeit. Stufe 6. Stufe 10 ausgerüstet. 5% von einem Angriff mit dem Bogen einen Elbenschuss zu erhalten. Ja, ich habe halt Askars Flamme noch nicht. Wenn Schleichtötung Fokus wiederherstellen. Pfff. Da habe ich Stufe 14 ausgerüstet und das ist Stufe 6. Viel epische ich hier schon habe, ey. Wenn wir einander hätten vertrauen können, hätte Hirgon uns vielleicht nicht verlassen müssen. Vielleicht wären wir gemeinsam auf die Rückkehr Saurons vorbereitet gewesen. Selbst ohne den verheerenden Einfluss des dunklen Herrschers wird den Menschen das Ende des Krieges nie vergönnt sein. Das ist aber ein bisschen negativ jetzt.